Hey, Holkartoffeln, ein weiterer Fortnite-Guide ist heute für euch wieder am Start und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr den geheimen Battlestern bzw. das geheime Banner von Season 7 Woche 6 erhalten könnt. Dazu müsst ihr natürlich erst einmal 6 Wochen abschließen, dann erst bekommt ihr auch den Ladebildschirm und könnt euch das Banner abholen und vom Ladebildschirm aus könnt ihr dann auch sehen, wo sich das Ganze versteckt. Ich habe das natürlich schon ins Thumbnail gepackt, also werdet ihr ungefähr wissen, was gemeint ist. Und zwar müsst ihr dafür zu dieser Wohnwagenkrone, also dieser Krone aus Wohnwagen gehen und euch dort ein bisschen hochbauen. Denn sieht so aus, als ob das Banner hier etwas weiter über den Wohnwagen gelegen ist, also sozusagen in der Luft schwebt. Die ganzen Wohnwagen befinden sich natürlich hier unten im Süden, unterhalb von Paradise Palms und etwas rechts von Lucky Landing. Und da sieht man auch dieses Gesicht hier auf dem Stein und diese ganzen Wohnwagen. Ich war hier schon einmal, es gab hier schon einmal die Challenge diese Season, dass wir auf der Wohnwagenkrone tanzen müssen. Deswegen kenne ich die Location ganz gut. Und ich denke mal, es sollte auch kein großes Mysterium sein, diese Sache dann zu finden und hier sich das Banner dann abzuholen, sobald man fertig ist. Ja, es ist leider ein Banner diese Woche wieder geworden und kein Battlestern. Die Sachen wechseln sich ja immer ab. Ich finde die Battlestern natürlich immer viel geiler als die Banner. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Falls ansonsten noch Fragen, Anregungen oder Kommentare offen sind, schreibt sie gerne unter das Video. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.